die Welt von morgen. Schon heute. Werfen Sie einen Blick in die Zukunft. Vergesst nicht, meinen Kanal zu abonnieren und die Glocke zu drücken, dass ihr immer aktuell bleibt. Gude und hallo Modellbahn-Fans. Ich bin's wieder, Spitko Modellbahn, hier aus meinem Modelleisenbahn-Chaos. Ja, es geht weiter, Teil 2 von meinem Bahnhofsmodul. Was habe ich weiter verändert? Wie geht's in Zukunft weiter? Das zeige ich euch heute und so ein, zwei kleine Basteleien sind auch noch dabei. Also dranbleiben und gespannt sein. Ja, los geht's. Wir fliegen ein bisschen das Modul entlang, hier auf der Bahnhofsseite. Wie ihr seht, hat sie schon einiges getan, denn ich habe Gehwege verlegt, beziehungsweise auch den Bordstein und die Straße. Hier habe ich das Ganze mit diesen Gehwegplatten gemacht, die ich auch für die Unterführung verwendet habe. Das sind dieselben wie hier. Geht dann hier quasi fast nahtlos ineinander über. Die Erhöhung habe ich wieder mit Trittschalldämmung gemacht. Die altbekannte Trittschalldämmung 3 mm. Das Zeug ist wirklich klasse. Kostet nicht viel und man kann echt alles draus bauen. Ja, dann ist hier vorne geht die Straße weiter. Hier geht es dann über in den normalen Gehweg. Da hört quasi der Bereich der Bahn hört hier auf. Hier geht es dann weiter in den städtischen Bereich. Hier vorne seht ihr die Straße. Der Gehweg ist mit Folie gemacht, von noch so Gehwegfolie. Und hier hinten der Parkplatz. Hier auf das Podest kommt das Bahnhofsgebäude. Da gibt es ja auch noch das ein oder andere Schmankerl. Da müsst ihr auf jeden Fall dabei bleiben, was ich da noch mitmache. Hier liegt das allseits beliebte Waschbeton in Plattenform. Ja, und hier drüben auf Gleis 2 quasi, auf der anderen Seite, habe ich schon mal den Verlauf der Straße aufgemalt. Ich habe deshalb da schon schwarze Farbe genommen, beziehungsweise anthrazitfarbene Farbe, weil damit wird der Untergrund deutlich rauer und, ja, ich sag mal, besser haftend für die Straßenfolie. Hier seht ihr schon, da geht ein Pflasterweg hin zu einer Beleuchtung. Warum? Da soll später ein Haus drauf sitzen. Beim Vorbild vom Bahnhof Salzkotten sitzt ungefähr an der Stelle auch ein Einfamilienhaus. Und das setze ich hier auch hin. Ja, wie sieht das denn hier aus, ne? Total gestückelt und gestackelt und wie hingekotzt und hingeschissen, sage ich mal. Das hat einen Grund, da kommt nämlich was hin. Und was da hinkommt, zeige ich euch jetzt. Kleiner Perspektivenwechsel. Ja, was kommt da hin an diese gefrickelte Stelle? Da kommt ein Fahrradunterstand hin. Ich habe mir Fahrräder besorgt als Bausatz. Wenn ich sie jetzt finde, zeige ich sie euch auch. Jawohl. Die muss ich noch zusammenbauen und lackieren. Und damit die am Bahnhof nicht im Regen stehen, die Fahrräder, brauchen sie auch einen Unterstand. Und den habe ich ganz einfach selbst gebastelt. Aus Trittschalldämmung kann man nicht nur ganz tolle Bordsteine und Straßen machen, man kann damit auch super Sachen basteln. In anderen Videos habt ihr ja gesehen, dass man damit wunderbar Ladung bauen kann. Man kann aber auch hier so ein Betonhäuschen bauen. Das könnte auch eine Bushaltestelle sein oder ein Wartehäuschen oder sonst irgendwas. Obendrauf hat es Kiesbelag, damit das Wasser besser abläuft. Also im Original, im Modell hoffe ich nicht, dass es mal so weit unter Wasser steht. Ja, Trittschalldämmung, Betongrau angemalt, Weißleim obendrauf und Schotter reingestreut. Das Ganze kommt dann hier hin. Da kommen dann die Fahrräder rein. Vom Maßstab passt das sehr, sehr gut. Ich hole mal eine Figur. Hier haben wir mal eine Figur. Die Figur hat nach unten so einen Sockel. Deshalb steht sie so 1 mm höher, aber auch das passt wunderbar. Und ich bin selber recht groß. Ich bin 1,96 Meter. Das heißt, ich ecke oben mit dem Kopf auch immer gerade so an solchen Unterständen. Ja, wie gesagt, da kommen dann die Fahrräder rein.
schnell gebaut. Wer wissen will, wie ich das gemacht habe, einfach in die Kommentare schreiben. Was sind die nächsten Schritte? Hier hinten liegt jede Menge Material. Das sind auch die 30% mehr Chaos, die ich letztes Mal erwähnt habe. Wir haben noch Straßenfolie, Figuren, Gelände, ohne Ende Lampen und Leuchten. Dann für die Landschaftsausgestaltung noch Zubehör, Oberleitungsmasten, alles Mögliche. Und meine Schienen, die C-Gleise, sollen ja auch nachgeschottert werden. Na, hier, das ist Schotter. Und da habe ich mir extra von Prosis hier so eine Schotterhilfe geholt. Die setzt man hier aufs Gleis, die gibt es extra für drei Leiter, dass der Mittelleiter quasi frei bleibt. Dann füllt man den Schotter hier oben so rein, ne? Und zieht das dann einfach übers Gleis. Ja, super, ne? Das Ding ist tatsächlich breiter als das Gleis, was ja an sich auch gut ist, damit auch der Bahndamm geschottert wird, aber es stößt hier an meinen Bahnsteig an. Naja, nutzen kann ich es natürlich trotzdem. Ich setze es einfach ein bisschen versetzt auf und führe es dann hier am Bahnsteig entlang. Man muss dann sowieso mit einem Pinsel den Schotter nochmal nacharbeiten, damit auch die Schwellen frei bleiben. Dadurch, dass das C-Gleis ja schon eine Schotterbettung hat, liegen die Schwellen nur so ungefähr 1 mm aus dem Schotterbett raus und deswegen muss man den Schotter danach noch etwas mit dem Pinsel verteilen. Ja, und wie geschottert wird, wie ich das C-Gleis nachschotter, wie ich das dann baue, das zeige ich euch in einem der nächsten Videos. Jetzt habt ihr mal wieder ein kleines Update bekommen, wie weit ich gerade bin, wie der aktuelle Stand ist von meinem Bahnhofsmodul. Wenn ihr Fragen habt, wenn ihr wissen wollt, wie ich irgendwas gebaut habe oder wenn euch was nicht gefällt oder wenn euch was besonders gut gefällt, schreibt es mir einfach in die Kommentare. Ansonsten war es das für heute und wir sehen uns beim nächsten Mal. Dranbleiben lohnt sich immer. Bis dann, euer Schmidtgo!